Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr genießt das geile Wetter. Also draußen ist gerade ultra krass warm. Natürlich genießt ihr es nicht, sonst würdet ihr nicht dieses Video sehen. Auf jeden Fall, was ihr jetzt genießen dürft, sind einige Änderungen, die wieder auf dem PBE aktuell aktiv sind. Denn auf dem PBE ist schon wieder die Hölle los, mehr oder weniger. Und dieses Mal soll es sich tatsächlich um mehr oder weniger fast alle Magier drehen. Riots Hauptaugenmerk liegt dieses Mal auf dem Mana. Denn Mana ist ein Problem. Ja, das könnt ihr euch quasi als Leitsatz hinter die Ohren schreiben. Mana ist ein Problem. Wenn ihr von der Schule nach Hause kommt und die Eltern euch gefragt haben, was habt ihr heute gelernt? Ich habe gelernt, dass Mana ein Problem ist. Aber warum ist es denn ein Problem? Im Prinzip ist es schon immer ein Problem gewesen. Jetzt haben wir 300 Mal Problem gesagt. Denn wenn wir mal ganz, ganz, ganz weit hinter in die Vergangenheit reisen, dann wurden die Mana-Items schon sehr, sehr oft geändert. Wir hatten auf Morellos ganz am Anfang zum Beispiel Flat-Mana-Regeneration. Das heißt, man hatte da nicht 500, 700, 800 Mana drauf, sondern einfach 12 Mana alle 5 Sekunden. Dann wurde das irgendwann mal verändert in einem prozentualen Wert. Das heißt, dann hatte man irgendwie 100% oder 200%. Du hattest einfach nicht diese fetten Mana-Items. Ja, du hattest zu dieser Zeit zum Beispiel maximal 800 oder 1000 Mana. Hast aber durch diesen prozentualen Mana-Regenerationsbonus so viel Mana regeneriert, dass du niemals leer gegangen bist. Ja, du konntest unendlich lange in der Lane stehen bleiben oder am gegnerischen Inhibitor die Türme pushen mit Bomben, mit Granaten, mit Raketen, mit Lasern, was auch immer. Du bist nicht leer gegangen. Und das war natürlich damals schon super scheiße. Und deswegen wurden die Mana-Items eingeführt, wie wir sie heute kennen. Ja, das heißt, wir haben keine Mana-Regeneration mehr, nur noch auf ganz, ganz wenigen Items, sondern einen fetten Mana-Haushalt. Ja, du kaufst Item A, kriegst 500 Mana zu, du kannst jetzt damit auf die Lane gehen und ganz viele Raketen, Granaten, Laser, Türme und was weiß ich du alles machst, aber irgendwann ist das Mana halt leer, weil es nicht mehr so wirklich nachregeneriert und dann musst du in die Basis gehen. Und das ist im Prinzip auch die Idee von dem ganzen System gewesen, nur funktioniert es aktuell leider nicht mehr. Und warum es nicht mehr funktioniert, da hat sich Riot im Prinzip selber ein bisschen ins Knie geschossen. Ich glaube, was ist das eigentlich, wenn du dir so selbst ins Knie schießt, so in deine Kniescheibe? Die zersplittert dann einfach komplett. Das hier muss ja komplett awkward sein. Das Problem ist, dass man aktuell einfach zu viele effiziente Mana-Items für Magier kaufen kann. Ja, das heißt, alleine das Archangel-Stuff-Item gibt euch irgendwas mit 1400 Mana und wird aus zwei Mana-Komponenten, der Träne und noch diesem Buch gebaut. Und nicht selten sagt auch der ein oder andere Magier nochmal, ich kaufe mir noch ein Rod of Ages dazu, damit es noch effektiver ist. Oder ich kaufe mir vielleicht sogar noch ein Loons dazu, weil ich den CDR gerne haben will oder was auch immer. Und du hast im Prinzip meistens schon nachdem du das Codex-Item gebaut hast, weil du ja auch noch andere Sachen hast. Du hast noch das Mana-Flowband, du hast noch irgendwelche Kekse und irgendwelche Geschichten, Dorans Ring. Und dadurch hast du so viel Mana, dass du einfach nie leer gehst in diesem Spiel. Und das merkt man gerade bei einigen Champions, sowas wie Xerath, der sowieso schon unendlich Mana hat. Also bei dem siehst du wirklich kaum, dass das Mana sich verändert. Der kann permanent alles auf dich drauf jagen und jeder, der schon mal gegen so einen Xerath gespielt hat, der weiß, wie eklig und nervig das Ganze ist. Aber nun gut, kommen wir zu den Änderungen. Änderung Nummer 1. Diese Änderungen, die ich euch jetzt vorstelle, sind übrigens für fast alle Magier-Champions. Es kann sein, dass der ein oder andere vielleicht so Hybrid-Magier dazu zählt oder eben nicht. Falls es euch interessiert, ob euer Champion mit dabei ist, ich packe den Link unten in die Beschreibung rein. Das Mana per Level wird um die Hälfte reduziert. Das heißt, ihr kriegt nicht mehr pro Level 50 Mana dazu, sondern nur noch 25. Alleine durch diese Änderung werden euch 425 Mana durchs ganze Game hinweg flöten gehen. Ja, das ist für einige Champions, die super, super gerne viel Mana stacken, sowas wie Anivia. Ja, das heißt, dass sie einfach permanent ihre Ultimate in die gegnerischen Minions reindroppen kann, was zugegebenermaßen vielleicht auch ein bisschen scheiße ist und vielleicht auch Sinn und Zweck der Änderung ist. Aber die wird das auf jeden Fall nicht freuen und natürlich auch scalende Champions. Das heißt, Kassadins Ultimate scaled mit Mana, Ryze, der gerade sowieso auf dem PBE überarbeitet wird, scaled mit Mana. Mir fällt gerade sonst keiner mehr ein. Falls ihr noch irgendeinen wisst, der mit Mana scaled, könnt ihr das natürlich gerne in die Beschreibung droppen, beziehungsweise Kommentare. Was ist die Konsequenz, wenn ihr so unglaublich wenig Mana sogar auf der Lane im Early Game dazu bekommt? Ihr habt einfach absolut gar keinen Mana mehr zur Verfügung und könnt im Prinzip fast gar nichts mehr machen. Beide Gegner sind einfach out of Mana und können nicht traden. Und das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Und deswegen kommt hier eine Gegenmaßnahme. Und zwar wird das Mana genau dieser genannten Champions, also die auch ihr Mana verloren haben pro Level, am Anfang erhöht. Ja, das heißt so grob zwischen 70 und 100 Mana, bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger, sodass ihr am Anfang einen wirklich großen Mana-Pool habt und viele Möglichkeiten habt, mit dem Gegner am Anfang zu traden. Es soll ja auch nicht langweilig werden, aber euer Mana-Pool wird nicht mehr so stark ansteigen und ihr werdet mit der Zeit, auch wenn ihr im First Bag euer Mana-Buch etc. kauft, doch wahrscheinlich die große Möglichkeit haben, umzugehen.
out of Mana. Die von diesen Änderungen betroffenen Champions bekommen ebenfalls zusätzlich 0,4 Flat Mana Regeneration dazu. Flat Mana Regeneration, kann man sagen, ist natürlich am Anfang wirklich nett, aber je länger das Game geht, umso uninteressanter wird das. Ja, das heißt, wenn ihr irgendwann 2000 Mana habt, dann ist natürlich 0,4 Mana Regeneration nicht mehr so geil. Diese Änderungen alleine reichen aber natürlich nicht aus, um das Problem zu lösen, und deswegen werden auch die Mana Items angegangen. Das heißt, das Support Item zum Beispiel hat weniger Mana Regeneration. Und auch das Buch, aus dem sich alle Mana-Items bauen, wird verändert. Im Prinzip sogar mehr oder weniger kann man hier über einen Buff reden. Das heißt, es kostet 200 Gold mehr, gibt dafür mehr AP und auch mehr Mana wieder. Jetzt könnte man denken, aber Tobi, was macht das denn für einen Sinn, wenn es mehr Mana wieder gibt und stärker wird? Der Sinn hierhinter ist ganz einfach: dadurch, dass das Item 1300 Gold kostet, hast du einfach seltenst die Chance, das wirklich beim First Bag zu kaufen. Ich meine, wie oft geht man mit 1300 Gold shoppen? Ich kann mich schon freuen, wenn ich mit 1100 Gold Bag gehe. Und was dann dein Item-Build ist, ist ganz klar. Du hast einfach so ein Buch im Inventar, du, oder ja, und noch so ein Mana-Kristall, ne? Das, und der Mana-Kristall alleine wird dich jetzt nicht so krass in der Lane mit Mana befüllen können, so dass du auch ganz schnell nach dem First Bag ebenfalls out of Mana gehen wirst. Und auch der Dorans Ring, den wahrscheinlich viele, viele von euch lieben, wird auch hier genervt werden. Das heißt, er gibt keine Base-Mana-Regeneration mehr dazu, er gibt kein Mana bei einem Minion-Kill mehr dazu. Was er allerdings gibt, ist 5 Mana alle 5 Sekunden. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, am Anfang geil, später scheiße. Und er gibt zusätzlichen Last-Hit-Bonus-Damage auf Minions. Ich denke, für einige Champions ist das sehr, sehr interessant. Das heißt, gerade für einen Andivia, wo das Last-Hitten sowieso komplett kacke ist. Und natürlich auch für einige Leute, die gerade in der Midlane noch Probleme mit dem Last-Hitten haben. Das soll auch dafür da sein, um ein paar Alternativen zum Dorans Ring zu bieten. Dass man nicht sagt, okay, man geht jedes Game einfach auf den Dorans Ring. Für mich persönlich fangen fast immer mit dem Darkseal und dem Flaspot zusammen an. Und für mich ist das natürlich ein Buff in der Hinsicht. Die Träne, das Mana-Item schlechthin, darf natürlich hier auch nicht fehlen. Das Ding gibt euch jetzt nur noch 10% Mana-Kostenreduktion und außerdem der Effekt wird dezent ein bisschen anders programmiert quasi. Ich weiß gar nicht, ob die meisten von euch wussten, wie das überhaupt funktioniert. Solltet ihr 300 Mana von 600 Mana haben, einen Spell benutzen, wie hier in diesem Beispiel, ja, nehmen wir an, einen Spell, der kein Mana kostet, dann habt ihr 304 von 604 Mana. Das heißt, ihr habt 4 Mana geschenkt bekommen. Das wird jetzt anders verrechnet, sodass ihr nur noch auf 302 von 604 Mana kommt. Das klingt jetzt für euch erstmal, ja, okay, ist gar nicht so krass. Wenn ihr aber zum Beispiel ein Ezreal seid, der 50 Qs in der Lane benutzt oder irgendwas anderes, dann wird das schon sehr, sehr schnell aufs Mana schlagen. Ja, was bedeutet das Ganze denn für uns und was wird daraus so ein bisschen passieren? Im Prinzip muss man natürlich hier auch mal schauen, dass das nicht jeden gleich treffen wird. Es gibt zum Beispiel einige Champions, die gar nicht so ein Mana-Item first bauen. Das heißt, wenn ihr spielt zum Beispiel gegen einen Vladimir und wollt einen Morellos rushen oder ihr spielt gegen einen Zed und wollt einen Sonias rushen, wenn ihr also kein Mana-Item kauft als erstes, dann werdet ihr wirklich, wirklich harte Mana-Probleme bekommen. Dann gibt es natürlich hier noch einige Champions, die gar nicht wirklich so viel Mana benötigen. Das heißt zum Beispiel auf dem Swain, den aktuellen, habe ich nie so richtig das Problem, dass ich out of Mana gehe. Natürlich am Anfang ist das normal, aber dann wird es aber auch wieder andere Champions geben, die halt wirklich viel Mana benötigen und die das sehr, sehr zu spüren bekommen. Und diese sollen dann vielleicht drüber nachdenken, so auch laut Riot, dass sie vielleicht ihren Item wegen ein bisschen kombinieren, ein bisschen optimieren und vielleicht sogar 1,5 Mana-Items oder 2 Mana-Items dann kaufen. Klar werden jetzt einige von euch vielleicht enttäuscht sein, aber man muss ja sagen, es spielt ja Midlane Mage gegen Midlane Mage. Das heißt, beide Seiten werden grundsätzlich genervt und hier profitiert aber immer eine Seite ein bisschen mehr als die andere. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fizz bin, dann freue ich mich vielleicht darüber, dass die Talia jetzt nicht permanent mit ihrer Q 30 mal da alle Minions wegcleart, sondern ich einfach ein bisschen mehr die Möglichkeit habe, mit dem Gegner zu traden. Die Idee ist halt wirklich einfach, dass man klare Kosten bezahlen muss, wenn man sagt, ich möchte jetzt die nächste oder die nächsten 3 Waves wegclearen. Das geht auf Kosten meines Manas und vielleicht habe ich dann nicht mehr genug Mana, um mit dem gegnerischen Fizz, Talon oder was weiß ich traden zu können. Dieses super stumpfe, hey, ich push einfach permanent rein, der Gegner kann dagegen eh nichts machen und dann roam ich, ist ja auch wirklich, wirklich nicht so schön und hat auch sehr wenig Counterplay und das macht das Ganze vielleicht ein bisschen interessanter, aber natürlich könnt ihr mir absolut gerne eure Meinung dazu reindroppen. Hier ist gerade irgend so ein Mückending. Ich bin raus, auf Wiedersehen und tschüss.